Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Motorfest The Crew. Ich wollte schon Motorsport sagen. Hä, was? Wir machen eine kleine Abkühlung. Ganz schön heiß hier in Hawaii. Die Sonne drückt dir auf den Schädel. Ich weiß schon gar nicht, was ich hier sagen muss. Am Anfang schon vom Video. Und wir sind mit einem Boot unterwegs. Und hier sind mehrere Boote. Oh, guck mal hier, voll schön mit den Wellen. Richtig nice. Guck mal, wir haben sogar Nitro. Okay. Unser erstes Bootrennen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, wir haben noch... Wow! Junge, chill mal dein Leben, Alter. Ich glaube, wir haben noch 3 Events hier in der Scenic Tour. Also mit dem hier zusammen. Und ich würde natürlich mal sagen, dadurch, dass wir, glaube ich, am Ende eben ein Boot und ein... Alter, wieso springt der da? Dadurch, dass wir ja ein Boot gewinnen und ein Flugzeug, würde ich sagen, Junge, wir fahren... Nee, wir fliegen noch mit einem Flugzeug. Wir fahren nicht mit einem Flugzeug. Das wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig. Ein bisschen auf dem Boden rumfahren. So, ich kenne es noch aus The Crew 2, dass wir hier eigentlich den Stick so nach hinten ziehen können. Und dann links unten ändert sich auch so ein bisschen was. Aber eigentlich habe ich so das Gefühl, dass da nicht so viel was bringt, oder? Obwohl, doch Speed, oder? Gell? Doch schon ein bisschen schneller. Alter, was ist mit dem Einboot hier los? Ah, wir sind da ein bisschen schneller unterwegs, okay. Das habe ich jetzt nicht so oft genutzt hier. Hinter dem großen Felsen hast du einen tollen Blick auf die Berge im Osten. Also eigentlich ist ja der Vorteil hier bei der Tour, wir müssen eigentlich nicht gewinnen. Aber ich will trotzdem. Kono, lass mich vorbei. Guck mal, wie der blockiert. Ist ja gar nicht. Oh, jetzt mal hier. Ah, hier ein bisschen ruhiger. Ah, Nitro ein bisschen leer. Ein Moment. Auf einem Kriegsschiff. Mutig wie ein hawaiianischer Seemann. Alter, vor allem wir sind ja noch nicht mal bei 40%. Okay. Das wissen nur wenige. Aber schon 1000 Jahre vor Kolumbus haben wir ein Land erkundet, das größer als Russland ist. Polynesien. Die Ureinwohner von Hawaii hatten das beste GPS-System. Den Himmel und die Sterne. Wow, okay, hier war ja sogar... Nee, es sah so aus, als wäre da Sand gewesen. Entdeckern der Erde, oder? Und was passiert, wenn ich hier durchgehe? Ah, ganz schön seicht das Wasser hier. Aber diese Tradition macht uns zu dem, was wir sind. Ein bisschen Schiss, wenn wir da diese Schanzen nicht mitnehmen, dass wir da auf Land stoßen. Oh, ich fahre ja schön innen durch. Okay. Ah, ja. Also, schaue ich einmal nach rechts. Dann kriege ich von rechts eine mit. Gibt's ja gar nicht. Oh, hier im Wasser ein bisschen schneller gewesen als der Sprung. Machen die Fischer glücklich. Probiere mal den Amma-Amma. Einfach. Oh no. Alles klar. So, wir sind aber nur ganz knapp vorne. So, jetzt nehmen wir hier nochmal einen Sprung mit. Alter, ich höre den aber ganz schön nah dran hier. Mitch, der Kollege. Dein Boot ist übrigens klasse. Klar, aber nächstes Mal nehmen wir eine echte Wa'a auf dem Weg zu den Sternen. Dann ist jetzt so die Frage, habe ich jetzt so ein richtiges High-End-Boot, so eines der besten und dann irgendwann kriege ich so ein Gammelboot oder ist das jetzt ein mittelmäßiges oder einer der langsameren? Ich weiß es nicht. Weil wir fahren halt schon 230, ist schon eigentlich einen guten Speed, oder? So auf dem Wasser. Und wir fahren hier die ganze Küste entlang. So wie es ausschaut. Und der andere fliegt. Noch ein Schiffswrack-Graffiti. Ich frage mich gerade, wir sind doch irgendwie irgendwann mal an den Strand gefahren, wo wir auch so ein Militärschiff gesehen haben. Ob das Focher das eine war oder ob es da mehrere gibt. Das weiß ich nicht. So, was haben wir? Guck mal, jetzt haben wir aber hier 6 Sekunden Vorsprung, ey. Oder Rabbit Island. Kaninchen findest du hier nicht mehr. Die sind alle umgezogen.
Kaninchen? Ja, ich glaube, Kaninchen gibt es auch im Wasser nicht. Bin ich jetzt so ein bisschen der Meinung. Woher ich das weiß, weiß man halt so, oder? Okay, das war ja mal eine entspannte Bootstour. So, dann bin ich mal gespannt, was jetzt noch passieren wird. Ob wir fliegen gehen oder nochmal Schiffchen fahren? Ich weiß es nicht. Oh, Brot Offshore. Okay, jetzt haben wir jetzt schon bekommen. Dann mal weiter zur nächsten. Alles klar, jetzt kann ich hier den Blitzwechsel natürlich machen. Was passiert theoretisch, wenn ich hier ein Auto... Ja, das ist, glaube ich, keine gute Idee, oder? Hä? Okay, wieso bin ich jetzt plötzlich wieder an Land? Weil das nicht geklappt hat. Aber das hier klappt. Warum auch immer. Komm hier nicht weg! Ah, mit Nitro! Oh! Okay, mit Nitro geht's ein bisschen nach vorne. Okay, wir schauen mal, wo wir dann hin müssen. Ob wir weiter weg müssen. Ja, so ein bisschen darüber. Guck mal, mit Boot darf ich auch nicht auf der Straße fahren. Also Navi sagt einfach geradeaus durch. Geht ja nicht so hier über die Straßen irgendwo oder so. Ist natürlich auch sehr interessant. Ich bin mal überlegen. Hier kann ich zum Beispiel keine Blitzreise hinmachen. Hier war ich aber schon mal. Kann ich auch keine Blitzreise hinmachen. Aber hier zum Beispiel. Mit meinem Boot? Nee, nicht mit meinem Boot. So, aber wieso sagt das Navi? Wieso sagt das Navi jetzt immer noch 8 Kilometer? Ist es so weit? Und dann auch irgendwie so gerade? Fest hat ein Geschenk für angehende Seeleute. Schau mal im Inventar. Das Proto MK2 gehört dir. Jo, sehr nice. Aber ich frage mich gerade, was mein Navi macht. Okay, jetzt plötzlich irgendwie hat sich da was geändert. Irgendwie nicht so ganz. Vom Himmel. Der Traum jedes Touristen. Aber du musst selbst fliegen. Oh je. Ist es eine gute Idee, dass ich selbst fliege? Auf die Nase? Wir schauen einfach mal. Starterlaubnis. Vorsicht, dieser Veteran hat es noch drauf. Oh yeah. Da geht's in eine Flugmaschine. Und ich denke mal, danach bekomme ich das Flugzeug. Schauen wir mal, ob das gut ist. Schauen wir mal, wie wir fliegen überhaupt. So, Steuers nach oben, unten. Okay. Dem gebe ich wohl Gas, ja. Okay, geht ein bisschen langsam. Was ist das mit der Vorgabe? Oder links, rechts? Es gibt einen Extremmodus. Was ist ein Extremmodus? Willkommen an Bord. Lass ich mal lieber. Eine kleine Inseltour am Himmel? Okay, wir müssen, glaube ich, so diese Flügel an den Wasserfall in Manoa Valley? Sieh mal, passend. Minus eine Sekunde. Ja, okay, der Start war jetzt vielleicht noch nicht so geil, gell? Und hier muss ich jetzt so schauen, dass ich einigermaßen das so hinbekomme. Boah, okay. Ich schaue ein bisschen übel. So, wir haben auch Nitro. Wir müssen halt richtig schön anfliegen. Das ist halt das Üble. Honolulu im Licht der untergehenden Sonne. Übrigens, Kaneohe muss um diese Zeit umwerfend sein. Flieg über die Berge und sie selbst. So, ich muss mich hier erstmal auf die Checkpoints mega konzentrieren. Ah, das war ein bisschen... Oh, okay, ist erstmal nicht perfekt. Auch nur gut? Ah, schade. Also im, quasi, wenn man so in der Neigung ist, ist ein bisschen immer ein bisschen problematisch. Hier, das gerade durchfliegen ist eigentlich mega easy. Vor allem, wenn die Checkpoints genug auseinander sind. Aber wie gesagt, mit der Neigung hier
Da wird es ein bisschen schwieriger. Weil es war schon... Wow. Alter, okay, ich kann da durchfliegen. Das schöne Molokai. Ich dachte, ich stoße jetzt irgendwie dagegen. Aber man wird nicht hier gleich sterben. Die nächste Landschaft ist ein Foto wert. Jetzt habe ich jetzt die Neigungen am Anfang geschafft, aber jetzt gar nicht mehr. Oh, guck mal hier, die Brücke. Eine Brücke über dem Kahana State Park. Dieses Tal führt zum Meer. Ah, das war jetzt mal perfekt, endlich mal. Hier gab es mal Dinosaurier. Oh, nur gut. 30 Jahren. Für einen kleinen 30 Jahren? Ach so. Aber sie waren da, ehrlich. Wow. Vorsicht beim Sturzflug, da nimmst du Fahrt auf. Ja, ich gebe auch noch ein bisschen hier den Nachbrenner rein. Von mir aus. Willkommen in Wahiaba. Einst Regierungssitz. Früher hieß die Gegend Li Hue. So, jetzt ist es gerade ein bisschen entspannt hier. Ah, okay, da hinten kommen wieder so Neigungen. Die Stadt beherbergt eine berühmte Ananasplantage mit einem riesigen Labyrinth. Was für eine Frucht? Kehrt unsere Tour hierher zurück, denn hier beginnt die Electric Odyssey Playlist. Okay. So, Ananas. Wenn wir da was machen wollen. Weiß immer noch nicht, was der Extremmodus ist. Will es aber auch gar nicht unbedingt so gerade ausprobieren. Was passiert im Extremmodus? Muss ich dich drücken oder halten? Kaum noch Bäume. Wir sind wieder im Land von Pelle. Ah, das war doch der Vulkan. Oder die Vulkangöttin. Also wie gesagt, gerade fliegen ist ja einfach. Ich glaube, mit dem Extremmodus kann ich, glaube so Rollen machen und Loopings und so. Jetzt kann ich ja jetzt hier zum Beispiel nicht so ganz. Du solltest diesen Moment oder nicht so übel. Solange die Sonne noch tief steht. Jo, dann mach ein Foto. Ja, perfekt durch. Jetzt wir hier nach oben. Ah, hier so eine Sternwarte. Ist ein Graffiti auf dem Boden. Das kannte ich nicht. Ja, habe ich auch nicht gesehen. Tut mir leid. So, das kann man im Extremmodus machen. Ich fürchte, wir nähern uns dem Ende der Tour. Ja, komm, wir haben noch 23%. Ist noch ein Stückchen. In 20 Sekunden voraus. Zeit von Looping. Geht ohne Extremmodus gar nicht. Okay. Was macht er? Was macht er? Was macht er? Und ich stürze fast ab. Okay, 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 okay. Ganz cool. Alles klärchen. Was war das für ein komischer Looping? Warum, wieso hat den abgebrochen? Vielleicht, weil ich nicht direkt im Extremmodus rein bin. So. Alter, nur noch 3 Sekunden. Vorsprung oder wie? War ich jetzt nicht bei 20? Habe ich jetzt so viel verloren? Mal schauen, ob wir am Ende noch einen hinbekommen. Theoretisch muss ich auch nicht gewinnen, gell? Vor allem, eigentlich habe ich ja gar keine Positionierung hier. Was habe ich hier? Hä? 4 Sekunden? War jetzt plus? Muss ich es auch nicht verstehen, oder? 1 Sekunde? Pu'ulor, die berüchtigste Bucht auf Oahu. Sicher willst du ein Foto machen. Schieß los. Ja, natürlich. Ja, mit dem Militärschiff. Muss ich jetzt auch landen? Geh jetzt runter und mach dich bereit für die Landung. Okay. Okay, okay, okay. Wie geht das? Na, ich muss ins Ziel reinfliegen. Wir kommen nach Honolulu. Letzte Etappe der Reise.
Okay, wieder sicher auf dem Boden angekommen. Jetzt ist die Frage, was passiert noch in der letzten Runde? Weil wir jetzt ja Boot haben, Flugzeug haben wir. Schauen wir mal, was da passiert. So, wir haben erstmal hier das Flugzeug bekommen. Uiuiui. Okay, wir fliegen jetzt einfach mal zu unserem Ziel. Du hast gezeigt, dass du mit dem Arm fliegen kannst. Ab jetzt fliegt nur für dich. Okay. Die Chancewort F4U Corsair gehört dir, dank Motorfest. Okay, das Fliegen war keine gute Idee, weil wir müssen hier hin. Ich mache einfach mal hier rein. Und guck, perfekt gelandet, oder? Ja, man hat es direkt angenommen. Alles in Ordnung hier, oder? So, Kunst von Honolulu. Aue, Pamehana Maikala. Ahau Oli, Maino Keola. Ualohe Paha Oeno Maui. Mauia Piki. Mauia Ho'opaha Ikala. Maui nui a iwa iwa. E ole o Maui. Piha pono ae ke ao. Ika me hana o kala. So, wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Mit vier Rädern. So, schauen wir mal, ob wir hier wieder besser sind als in der Luft. Wobei wir theoretisch eigentlich nicht mehr gewinnen müssen, aber wir schauen trotzdem, dass wir gut nach vorne kommen. Der Versammlungsort. Alter, was ist hier los? Wird hier voll abgedrängt. Wird hier aber schön fahren, ohne Kontakt, hey. Es ist wirklich sehenswert. Dann crash mal halt ein bisschen. Für ein Rennen. Also, was hältst du von einer Street Art Tour? Jo, bin schon mittendrin. Ah, das ist schon. Auch so ein Graffiti gewesen. Gibt es hier viele, alle einzigartig und mit eigener Bedeutung. Alter, wo geht's dir jetzt durch? Okay, einmal die Treppen hoch. Ich dachte, jetzt kommt hier schon so eine Einkaufspassage oder so. Wir sind alle so schnell. Ja, ein langsames Auto bekommen, oder wie? Bro, du fährst durch das State Capital. Verrückt. Ja, so ist ja vorgegeben, also alles cool. Bin ich alleine. Ah, das hier. Das sieht's aber nicht so gut. Zwei Generationen verbunden durch die hawaiianische Kultur. Wunderschön. Wo fahren wir jetzt so nicht lang? Alter, okay. Das wird immer verrückter. Verpass nicht das nächste. Eine normale Strecke hier, oder? Ganz normale Rennstrecke. Erinnerst du dich an Lono? Das ist Kaikilani. Lono, ja, vielleicht. Liebe. Aber hier auf dem Markt war ich doch auch schon. Waikiki-Markt oder so. So, und plötzlich bin ich vorne. Am Anfang musste ich jetzt so ein bisschen kämpfen und jetzt habe ich plötzlich alle überholt. Sind, glaube ich, ein bisschen beim Markt hängen geblieben und haben ein bisschen eine kleine Shopping-Tour gemacht. So, nehmen wir hier den Posch-Dinger da mit. So, wo bleiben sie denn? Die lahmen Kröten. Ich glaube, ich muss vielleicht den Schwierigkeitsgrad dann auch irgendwann wieder ein bisschen hochstellen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier überall durchfahre. Ich fahre einfach durch. Ich folge einfach der Linie. Mich hier. Boah, das kann ich auch abreißen. War ein bisschen großes Schild. Hawaiianischen Muster an. Sie feiern das Meeresvolk und das großartige Erbe seiner Entdeckungsreisen. Von meinem Freund Corey Tom, einem Einheimischen. Okay, und wir sind jetzt aus der Stadt raus, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Rennen jetzt hier nicht mehr so crazy sein wird, wenn wir hier draußen sind. Aber man weiß es ja nicht. Vielleicht werde ich noch ein bisschen überrascht hier.
Oder wir fahren noch in eine andere Stadt, aber eigentlich sind wir schon bei 3/4 des Rennens angelangt. Da müssen wir mal schauen. Gut, vorne sind wir auch schon. Oh, hier so eine kleine Pfütze. Jetzt geht es hier so ein bisschen nach oben. Hier das Rot, das erinnert mich so ein bisschen an den Startbereich. Kann es sein, wir gehen wieder zum Motorfest zurück? Könnte fast schon sein. Ich glaube, so sah das hier auch aus. So rechts und links auch diese rote Streifen. Ich glaube, wir fahren Richtung Motorfest. Haben wir noch sogar angefangen. Jetzt geht es, glaube ich, nochmal auf diese Rennstrecke, oder wie? Sind wir da nicht mit dem Ford GT gefahren? Beim Festival. Toll, was sie hier gemacht haben. Ein weiterer Treffpunkt. Ja, und hier haben wir das Ziel. Und dann sind wir eigentlich durch mit der Tour. Segen, mit dir auf Reisen zu sein. Ich sage nicht Tschüss, sondern lieber Ahuyo. Wir treffen uns sicher wieder. Die Insel ist klein. Ja, aber auch irgendwie ein bisschen groß. Also wenn man so von dem einen Eck ins andere fahren muss, dann haben wir auch ein ganz gutes Stückchen hier. So, Playlist-Event abgeschlossen. Ja, die Tour ist zu Ende. Es gibt natürlich noch so Kleinigkeiten, aber ich bedanke mich schon mal fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.